Hey Leute, willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Wir sind auf der Straße gelandet mit Jodie. Und ich glaube, wir haben gerade einen Tiefpunkt in ihrem Leben erreicht, denn wir sind obdachlos. Zum Glück hat uns aber ein freundlicher Mensch gerettet, nämlich der liebe Stan hier. Dank ihm sind wir nicht erfroren auf der Straße. In welcher Stadt auch immer wir gerade sind. Aber ich weiß jetzt nicht so ganz, was wir tun sollen. Wir schauen uns vielleicht einfach mal ein bisschen weiter um. Oh, das ist ein Foto. Seine Frau vielleicht? Ist aber hübsch. Ein Geist? Sie sieht aus, als wollte sie etwas sagen. Ich habe die Ergebnisse der Tests, Stan. Das hörte sich aber nicht gut an. Welche Tests? Krebs vielleicht? Vielleicht ist er ja deswegen auf der Straße, weil er seine Frau verloren hat und alles aufgegeben hat. Hast du kürzlich jemanden verloren, der dir nahe stand? Meine Frau? Nancy starb an Leukämie vor 4 Jahren. Oh Mann. Woher weißt du das? Nein, ich... Nur so ist nicht so wichtig. Ich glaube, die Wahrheit wäre jetzt sehr unpassend. Nicht, dass er am Ende noch Angst vor ihr bekommt und es bereut, sie gerettet zu haben. Ich meine, ich finde es gut, dass er sie gerettet hat, aber sie wollte ja sterben, so wie sie sagte. Sie wäre lieber gestorben. Mit dir quatschen. Der Junkie. Ich habe seinen Namen ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Ich weiß nur noch, der eine hier ist William. Oder? Aber ich wollte ihn lieber Sully nennen. Ihr wisst vielleicht noch warum. Und Stan wäre auch ein guter Joel. Ich wollte mich eigentlich rumdrehen. Kann ich das auch so? Nee, das kann nur Aiden mit. Okay, da gibt's wohl nichts mehr. Soll ich nach draußen? Oh, ist das hell? Was? Wir sind ja gar nicht an der Straße, wir sind irgendwo oben. Ach, guck mal, das ist ein Highway da unten. Nein, wir springen nicht. Wir haben nichts mehr zu essen. Ich muss jetzt was besorgen. Willst du sehen, wie es bei uns so läuft? Ich will gar nicht in ihre Haut stecken. Boah, aber ich fröstel schon, wenn ich die Hosen sehe, die sie anhat. Das ist doch viel zu dünn, Mensch. Sie scheint doch richtig abgemagert zu sein. Von der durchtrainierten Jodie auf der Akademie ist keine Spur mehr. Na gut, wie willst du hier was zu essen bekommen? Du musst ja betteln gehen, denke ich. Wir brauchen etwa $5, das reicht für was Warmes. Wir versuchen es hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Oh Mann. Bei dem Wetter kommen da bestimmt nicht viele vorbei, sag mal. Wie lange braucht man für $5? Tja, weiß nicht, das hängt ganz von den Leuten ab. Vielleicht ein paar Stunden. Oder eine Woche. Ich bin am Verhungern.
Tja, du wirst warten müssen, bis wir Geld kriegen. Denk an was anderes. Hey, Stan. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ja. Ich versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Ich kann sie verstehen. Natürlich bringt Nea auch wieder nur Probleme. Wenn sie sich zu sehr auf ihn einlässt, dann... Hallo, Sir. Hallo. Hallo. Sei doch nicht so. Oh. Im Endeffekt zieht sie ihn nur mit runter wahrscheinlich. Hä? Hallo? Also manchmal ist es ein bisschen doof mit der Eingabe, muss ich sagen. Dann drückt man und nichts passiert. Kann ich dir nicht abquatschen? Nee, kann ich wohl nicht. Also ich würde auch keine Bettlerin anquatschen, die auf einmal neben mir Platz nimmt, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen fies, aber naja, so ist es nun mal. Man fühlt sich da immer unbehaglich. Hörner klingt gut. Und auch Pizza? Das ist so hart. Leute, ist das Ellie? Na, Ellie? Ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen komisch, aber ich werde es nur einmal erwähnen und dann nicht mehr. Keine Sorge, wenn sowas ist. Das zieht vielleicht auch ein bisschen raus. Und dann? Dann war Ruhe. Geschieht ihm recht. Ein Marker. Ich würde sagen, ernsthaft. Nee, einfach. Na, machen wir einfach, komm. Du musst in Druckbuchstaben schreiben. Bitte, ich habe Hunger. Oh. Such dir einen Job, du Schnorrer! Was passiert mit mir? Das ist nicht, was ich wollte. Es ist immer so einfach, oder? Für die anderen Menschen, da ist sie einfach nur ein Schnorrer, jemand, der keinen Job hat, aber... Oh, jetzt auch noch Einbruch? Ich weiß nicht, Leute, soll ich? Wir können das nicht machen, Aiden. Ich bin kein Dieb. Ich lasse es, Leute. Ich weiß, es ist vielleicht falsch. Immerhin geht es hier ums Überleben, aber... Nennt mich vielleicht ein Moralapostel, aber ich finde, Diebstahl ist falsch. 2, 5, 2, 9. Oh, guck mal, Schneemann. Der Typ mit dem Trenchcoat, irgendwie... Sollte der mich beunruhigen, oder? Er hat schon so einen komischen Schnauzer, guckt euch den mal an. Kann ich über die Straße gehen vielleicht? Nee. Ich laufe ihm mal nach. Der bewegt sich so verdächtig. Oder? Oh, da ist noch was. Eine Zeitung? Wahrscheinlich kann ich ja auch wieder was aufbrechen oder so. Ja, ich weiß es, ich bin ein Idiot, aber ich kann doch nicht einfach das Geld hier rausnehmen. Guck mal, das ist immer noch da. Kann ich mich da nochmal hinsetzen? Nee. Über die Straße gehen vielleicht? Ja, ich kann auch rübergehen. Hey, Baby. Willst du ein paar Dollar extra verdienen? Vielleicht habe ich da was. Aha. Was soll ich dafür tun? Ich finde, ich tue dir einen Gefallen und du tust mir einen Gefallen.
10 Piepen und dann kommst du kurz mal mit mir. Schmieriger Mistkerl. Ich brauch deine Knete nicht, Arschloch. Die kannst du dir in den Arsch stecken. Bäh. Ekelhafter Typ. Ich weiß schon, was er wollte. Hier muss doch irgendwas auf sein. Guck mal, da sitzt auch noch einer. Hey, Mann. Gitarre spielen. Also mit Musik geht das, glaube ich, ein bisschen besser. Gehört die dir? Ja. Aber heute frieren einem die Finger ab. Habe ich gerade mit Spielen versucht. Willst du es versuchen? Nimm sie ruhig. Dass sie nicht sowas haben wie die Tafeln oder so. Dass sie zumindest ein warmes Plätzchen haben, um sich da kurz ein bisschen aufzuwärmen oder sowas. Also gerade nachts muss das schlimm sein hier. Oh, sag bloß, sie kann spielen. Hätte ich nicht gedacht. War das schön. Mir ist gerade richtig das Herz aufgegangen, Leute. Er ist auch gerührt, glaube ich. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so gut spielen und singen kann. Toll. Wow. Na komm. Also wenn ein halber, oder? Ich meine, es ist seine Gitarre. Guck mal, der stellt gar keine Ansprüche. Geht's ihm gut? Oh, der arme Kerl. Wie läuft's denn? Nicht gut. Du? Heilige Scheiße. Jody, woher hast du so viel Geld? Gefunden. Da war ein Kerl mit einer Gitarre und... Ich spiele Gitarre und ich hab was gekriegt. Wow. $15. Oh, wow, das ist super. Das ist wirklich super. Warte hier, ich hole uns Essen dafür. Ach, das freut mich. Wenigstens mit ehrlicher Arbeit. Ich meine, Unterhaltung ist auch gute Arbeit. Wenn man Leute erfreut mit einem schönen Lied. Was hast du da, Alter? Was haben wir denn hier? In der Lotterie gewonnen, alter Glückspilz? Oh, nee, oder? Ich will keinen Ärger. Ärger? Ärger? Das ist so respektlos, alter Mann. Sehen wir aus wie Ärger etwa? Das wird oh, Ärger. Komm schon. Willst du das jetzt? Ja, schon dabei, Mann. Alter Schwede, was für Mistkerle. Jetzt rauben die auch noch einen armen Pennbruder aus. Komm, Jody, den zeigen wir's. Guck ab, dann passiert euch nichts. Da freue ich mich drauf. Ihr Penner.
der alte Opa hat eine kleine Freundin. Lass laufen, ey. Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Mistkerl. Da brauche ich nicht mal Eiden für, du Mistkerl. Na? Von einem Mädchen verhauen lassen, du Drecksack, ja? Mach ihn platt! Boah, komm schon! Ihr seid vielleicht ein paar feige Mistkerle! Alter! Feige Ratte! Immer noch die Kamera drauf, das ist nicht gut. Fuck! Das Miststück ist krank! Wir sehen uns später, Miststück. Verdammt, ich hau ab! Hey! Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren vier von ihnen. Du warst allein. Vier Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Los, raus hier! Okay. War das cool? Aber der mit der Kamera, das kommt doch alles raus, Leute. Wenn das ins Internet kommt oder so, dann wissen sie doch, wo sie ist. Jordi. Tu es bitte nicht. Okay, Leute. Kommt zum Essen. Der füttert die alle durch? Das ist ein feiner Kerl. Also ich muss sagen, ich mag ihn immer mehr. Komm schon, Jody. Los, hol dir auch was. Hey, ich habe sogar noch Schokolade als Nachtisch. Schokolade? Ich kann mich nicht mal erinnern, wie das Zeug ist. Was ist hier passiert, Stan? Es gab einen Kampf. Ohne Jody würde ich immer noch da liegen. Ihr hättet sehen sollen. Das waren vier Kerle. Jody kämpft wie ein echtes Ass. Na gut. Einer hat die Kamera gehalten. Oh, das Baby, ja. Wann kommt denn dein Baby? Nächsten Monat. Sie tritt schon seit Tagen nicht. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ihr Freund hat sie oft verprügelt. Er wollte kein Baby. Vermutlich hätte er sie umgebracht. Aber das Frauenhaus oder sowas. Gibt's dir das? Gibt's das nicht? Walter, wie bist du hier gelandet? Ich war mal Highschool-Lehrer. Und irgendwann, da konnte ich mir die Rat nicht mehr leisten. Ich verlor mein Haus, den Job, alle Freunde. Tja, und hier war dann Endstation. Aber überleg mal, als Arbeitender kommt man einfach nur, weil die Regierung vielleicht... Oh. Jimmy? Ist alles okay? Mir ist kalt. Mir ist so verflucht kalt. Drogen. Wie lange seid ihr schon hier? Die Brücke fand ich so vor ungefähr 6 Monaten. Traf ja Walter. Jimmy tauchte auf. Tuesday ist hier seit etwa 3 Wochen. Was ist mit dir, Jody? Du erzählst nicht viel von dir selbst. Wie bist du auf der Straße gelandet? Ich hab Sachen gemacht, die schlimm sind. Mir klar war, dass man mich benutzt. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich seltsam. Aber ich kann Dinge. Das macht mein Leben völlig kaputt. Du sagst, du kannst Dinge, Joey. Inwiefern?
Ich muss ihnen nicht alles anvertrauen. Das spielt keine Rolle mehr. Das würden sie ja eh nicht glauben. Na gut, liebe Leute, ich glaube, jetzt ist auch Zeit aufzustehen und die Folge zu beenden. Ich weiß, es ist alles ein bisschen trist und traurig gerade, aber irgendwie haltet mich für verrückt. Ich find's gerade richtig schön, wie die alle beieinander sitzen und miteinander reden. Die machen das Beste aus ihrer Situation. Aber gut, Leute, ich würde sagen, ich würde mich freuen über eine Bewertung, über einen Kommi und ja, vielleicht seid ihr auch willens und freut euch schon drauf auf den nächsten Part, wenn es wieder heißt Beyond Two Souls.